Es ist 1996. Meine Freunde, das Feld von 90. Und es ist ein Mike mit J-Wack. Ja, fein, rein. Willkommen im Verein. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute. Treffen zweite Bräute und lauter nette Leute. Warum dauert Trauer? Wow, schaut euch diese Frau an. Schande, dazu bist du imstande. Warum ist deine Herzallerliebste aus dem Lande? Und du hängst an ne andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein volles Traf. Das sind nur ein Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf. Hab ihr den Blick geahnt, den sie mir eben bis Zimmer warf. Oh mein Gott, was hat der Teufel sagt? Warte, pretty woman, das Glück ist mit gekommen. Wenn ich die stummen Blicke schicke, sie wie rum in die Kicke. Mike gecheckt, sieh das, du bist der Schlauber, wie Plexiglas. Sie kommt auf dich. Na Knaller, hast du Bock auf Schweinereien? Klar, nein, ich mein nein. Ja, ja oder nein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Nein, ja, ja oder nein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund, sozusagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin, nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er sie uns nicht umsehen. Kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag, sie will nichts von mir, doch schwindelig. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Nur mit sich sozusagen in die Zwickmühle. Und das ist der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum hat er die schönste Frau zur Frau mit dem schönsten Körperbau? Und ist sie schlau? Genau. Es steigen einem die Tränen in die Augen. Wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen, Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts, rechts. Nimm dir die Frau, sie will es doch auf. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Alter, wenn ich denke, schreit der Engel von der Ecken. Weißt du nicht, dass du was scheiße ist und das Ficken? Streiten sich die beiden um mein Gewissen. Ob es klappt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Werden sich der Teufel und der Engel anschreien. Entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein. Ja, ja oder nein? Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Nein, ja, ja oder nein?